Auch beim Einschlagen haben die Leinwände benutzt. Das ist ja die eigentliche Idee gewesen, dass ich bei dem Zuspiel Pässe haben will, die hoch genug gehen, die hoch genug raus sind, damit sie Zeit schaffen. Man kann da jetzt auch viel gezielter auf die Technik im Angriff oder auf die Stellung auch, ne, und auf Pritschen gehen. Aber mir ging es erstmal nur darum, dass sie diese Höhe haben, ne, dass die Idee ist, dass sie auf jeden Fall darüber müssen. Und der Ball wurde im Zuspiel erstmal wieder zurückgegeben, ne? Genau. Zu einem Annahmespieler, der dann nochmal den Pass üben sollte. Ja, genau. Also ich will keine Situationen haben, die so im Spiel eigentlich nicht vorkommen, sondern eher so spielgemäße Situationen. Deswegen soll der Ball nochmal wieder vom Angreifer zurückkommen. Er kommt als Abwehrball, weil genau das ist ja im Spiel auch der Fall, dass Bälle nicht so exakt kommen, wie ich sie sonst auf dem Stand zuspielen würde. Deswegen die Situation, dass sie, ne, aus der Abwehr nochmal kommen und dann darauf gespielt werden, ist deutlich schwieriger, ne, weil die Qualität des Anspiels einfach nicht so ist. Aber das ist die Situation, wie sie im Spiel ist. Das ist eine Wettkampfsituation oder die Spielsituation. Ne?